Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. In einem authentischen Hadith, überliefert von Bukhari unter anderem, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wahrlich, Allah hat 99 Namen. 100 abzüglich einen. Und wer sie bewahrt, der wird das Paradies betreten. Wer diese bewahrt, der wird das Paradies betreten. Was ist mit der Bewahrung gemeint? Allah gab sich selbst 99 Namen. Wer sie bewahrt, der wird das Paradies betreten. Was ist mit der Bewahrung gemeint? Ibn al-Qayyim, er sagte, damit ist gemeint, das Auswendiglernen, die Ebene des Gehirns, sprach er an, das Verstehen, und das Verstehen findet im Herzen statt, ja? Nicht das Verstehen in einem wissenschaftlichen, theologischen Sinne, aber man hat keinen Iman daran, sondern das Verständnis ist im Herz, befindet sich im Herz. Und dass man sie in den Bittgebeten verwendet. Diese 99 Namen soll man in den Bittgebeten verwenden, weil Allah Ta'ala auch im Koran sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Und Allah sind die schönsten Namen, so bittet ihn durch diese. Sagt Allah Ta'ala im Koran, dass ihm die schönsten Namen gebühren, so soll man Allah Ta'ala durch diese Namen auch bitten. Das heißt, Ibn al-Qayyim, er sagte, auswendig lernen, er sagte, verstehen und auf der Ebene der Zunge, auf der Zunge tragen, also in den Bittgebeten verwenden. Wobei man auch die Bittgebete auf das Herz beziehen kann, da man ja auch Bittgebete im Herzen machen kann. Ja? Ibn Hajar al-Asqalani, er sprach auch die Ebene des Herzens an, nämlich, dass man Iman an diese Namen zu haben hat. Imanisch verinnerlichen. Davon absolut überzeugt sein, dass Allah Ta'ala diese Namen hat und auch danach handeln. Ja, das war die zweite Ebene, die nach Ibn Hajar, die Ebene des Handelns. Ja, wir alle müssen irgendwie nach diesen Namen leben. Wir können nicht sagen, ja, Allah ist barmherzig und Allah ist derjenige, der uns führt und recht leitet, und dann depressiv sein. Weil dann handelt man nicht gemäß diesem Wissen. Wir können auch nicht sagen, ja, Allah ist Ar-Razaq, Ar-Raziq, derjenige, der versorgt, und dann am Ende klauen gehen. Ja? Widerspricht auch dieser Aqida. Denn wenn wir wissen, Allah Ta'ala ist Ar-Razaq und Allah Ta'ala hat gewisse Gebote erlassen, beispielsweise, dass man eben nicht klauen darf, ja, dann müssen wir uns an diese Gebote halten. Ansonsten zeigt dies, wenn wir klauen gehen würden, ja, was wir nicht tun, dass wir nicht richtig Iman an die Namen von Allah Ta'ala haben. Ja? Das heißt, zusammengefasst, liebe Geschwister, unsere Gelehrten haben die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha, derjenige, der sie bewahrt, auf vier Ebenen insgesamt verstanden. Dass man das auswendig lernt, ja, hier ist die Festplatte, dass man es versteht und Iman hat, was Allah Ta'ala damit uns sagen möchte, indem er diese Namen uns offenbart hat, dass man mit ihnen bittet, die Ebene, ja, der Zunge, ja, was man aber auch, wie gesagt, im Herzen zu tragen hat, das Bittgebet, denn ein Bittgebet auf der Zunge, was nicht im Herzen existiert, ist kein erfülltes Bittgebet. Ja? Weil man braucht Aufmerksamkeit und Vertrauen in Bezug auf das Gebet, Aufmerksamkeit im Gebet und Vertrauen auf das Gebet, ja, nämlich dass Allah Ta'ala es erhört, damit das Bittgebet überhaupt akzeptiert ist. Und dann, dass man danach handeln soll, ja, das heißt Kopf, Herz, Zunge und Hand. Auf diesen verschiedenen Ebenen versuchen wir, die Namen von Allah Ta'ala zu bewahren. Ibn al-Battal, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er hat noch weiterhin gesagt, dass man
jeden einzelnen Namen von Allah Ta'ala auf einen, manchmal auf mehreren, der folgenden vier Ebenen umzusetzen hat. A. Es gibt Namen von Allah. Wir brauchen eine demütige Ehrfurcht vor diesen Namen. Eine Ehrfurcht vor diesen Namen. Beispielsweise Al-Ilah. Die Gottheit. Allah Ta'ala ist der wahre Gott. Dies sollen wir ehrfürchtig verinnerlichen. Dann gibt es Namen von Allah Ta'ala. Sie haben rein sprachlich, ja, oder es gibt Eigenschaften von Allah Ta'ala, wie es auch Eigenschaften von Menschen gibt, die sprachlich denselben Namen tragen. Allah Ta'ala sagt beispielsweise über sich selbst im Koran, dass er, ja, Rahim ist. Aber er beschreibt auch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Worten, ja, Ra'uf und Rahim im Koran, in der 9. Sure. Und Ar-Ra'uf und Ar-Rahim sind auch Namen von Allah. Nicht, dass es inhaltlich Vergleichbares, existiert, denn Allah Ta'ala, Laysa kamithlihi shay, nichts ist wie sein Gleichnis. Aber dennoch gibt es etwas, was man im Menschenmöglichen umsetzen kann von diesem Namen, den Allah Ta'ala sich selbst gegeben hat. Ja? Das heißt, Allah Ta'ala ist Ar-Rahim. Wir mögen auch barmherzig sein. Okay, das heißt, es gibt Dinge, es gibt Namen von Allah Ta'ala, deren Inhalt mit uns nichts zu tun hat. Und dafür sollen wir ehrfürchtig sein. Al-Ilah. Da gibt es, ja, keinerlei Parallele. Auch keine sprachliche. Auch keine menschenmögliche. Gibt es nicht. Parallellos. Im absoluten Sinne. Dann gibt es, wie gesagt, Namen, die deren Bedeutung im menschenmöglichen Rahmen umsetzbar sind und umzusetzen sind. Ar-Rahim beispielsweise. Ja, das nach Ibn al-Battal, dem Großgelehrten. Die dritte Kategorie, Namen, die in uns Hoffnung wecken sollen. Wir hören Al-Latif, wir hören Al-Wadud, ja, der Grundgütige, der Liebevolle. In unserem Herzen soll dann Hoffnung hochkommen, dass diese Eigenschaft Allah Ta'alas, oder dass dieser Name mit der verbundenen Eigenschaft auf uns zutreffen wird. Hoffnung im Herzen haben. Und auf der Gegenseite gibt es Namen von Allah Ta'ala. Wir haben Iman, dass Allah Ta'ala sich so benannt hat. Aber wir wollen mit der Realisierung von diesen Namen nichts zu tun haben. Al-Jabbar. Derjenige, der auch unterwirft. Wen unterwirft er? Am Tage des Gerichts. Die Tyrannen. Die Übertreter. Wollen wir was damit zu tun haben? Nein. Ja, wir wollen auf der anderen Seite stehen, auf der Seite derjenigen, denen Vergebung zukommt. Jetzt, inshallah, sind wir motiviert, die Namen von Allah Ta'ala mehr zu studieren, kennenzulernen und wie gesagt auf den verschiedenen Ebenen umzusetzen, wie uns die Großgelehrten dies mitgegeben haben. Ich habe drei Namen für uns vorbereitet oder drei Kategorien von Namen für uns für den heutigen Tag vorbereitet, von denen ich meine, dass die Umma, ja, danach durstet, nach der Umsetzung, ja, nach dem Praktizieren diesen Namen gemäß. Zum einen den Namen von Allah Ta'ala Al-Wadud, der sich liebevoll zuwendende. Al-Mawadda im Koran wird auch erwähnt, ja, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, in Bezug auf die Familien, die verschwägert werden, in Bezug auf die Ehegatten, ja, und deren Familien. Und wir haben zwischen ihnen Liebe, Mawadda, gesetzt und Barmherzigkeit, Warahma. Mawadda leitet sich ab vom Namen von Allah Ta'ala, Al-Wadud. Und liebe Geschwister, mein Gefühl ist, dass wir diese Aspekte von unserer Religion und diese Eigenschaften von Allah Ta'ala und die Lektionen, die damit einhergehen, in unserer Umma vernachlässigen. Wenn man Menschen fragt, ja, die weder Muslime noch Christen sind. Man fragt sie, was ist die barmherzige Religion? Was ist die Religion der Liebe? Was meint ihr, welche Religion
zuerst genannt wird. Ihr alle habt es im Kopf. Was meint ihr, woran liegt das? Okay, es liegt zu einem Großteil auch, ja, an den Medien, das wissen wir auch. Ja? Aber, liebe Geschwister, selbstkritisch sollen wir auch auf uns schauen, liegt es nicht teilweise auch an uns? Ja? Wenn man nicht Muslime in muslimischen Ländern fragt, was ist die Religion der Barmherzigkeit? Antworten sie dann sofort, der Islam? Wer ist die Religionsanhängerschaft der Barmherzigkeit, der Liebe? Antworten sie dann sofort, die Muslime? Seien wir selbstkritisch. Oft wird die Antwort leider Nein sagen. Oft wird leider eine andere Religion genannt. Obwohl, subhanallah, Allah sich selbst im Koran mehrfach Al-Wadud nennt. Der sich liebevoll Zuwendende. Und nach Ibn Taymiyyah haben alle Namen von Allah Ta'ala eine Verbindung zur Barmherzigkeit. Eine Verbindung zur Liebe. Und da, wo er beispielsweise sich als strafend beschreibt, sagt er nicht, dass er der Strafende ist, sondern er beschreibt seine Strafe als hart. Shadidul Iqab. Das heißt, er bezieht es nicht auf einen seiner Namen oder er macht keinen Namen aus seiner Eigenschaft, dass er straft, sondern er beschreibt die Eigenschaft, dass er straft und dass seine Strafe auch hart ist. Aber nicht in Bezug auf seine Namen. Ja, das ist ein Ijtihad, der interessant ist an dieser Stelle. Ich habe für euch einen Vers vorbereitet, liebe Geschwister, der für mich alles, was Liebe bedeutet, umfasst. Alles, was Liebe bedeutet, umfasst. Es ist in der vierten Sure, beziehungsweise einer Passage, ab dem 26. Vers, fortfolgend. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanalladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله will euch klar machen, will es euch erklären, verständlich machen. Und will euch nach der Weise derer, die vor euch richtig lebten, leiten, recht leiten und sich euch gnädig zuwenden. Und Allah ist wissend und weise. Allah will sich euch gnädig zuwenden, eure Reue annehmen. Jene aber, die ihren Begierden folgen, wünschen, dass ihr völlig abweicht. Allah will euch eure Bürde erleichtern. Er will es euch erleichtern, denn der Mensch ist schwach erschaffen. Beim allerersten. Allah will euch klar machen, will euch erklären. Will es euch klar machen, will es euch erklären. Liebe Geschwister, ist es nicht so, dass oft in unserer Erziehung oder im Umgang miteinander, auch in Moscheen, nicht nur in Familien und Elternhäusern, wir sagen etwas, mach oder lass, aber es gibt keine Erklärung. Mach, lass, mach, lass. Und wir bauen dies auf unsere Autorität auf. Mutter, Vater, du musst mir gehorchen. Aber was passiert mit den Jahren? Die Autorität von den Eltern schwindet, bis sie nicht mehr da ist. Ja? Bis der Rücken schwach ist, bis die Geisteskraft nachgelassen hat. Bis der Sohn, die Tochter groß und größer wird und mehr Freiheiten hat. Und was passiert dann? Mach und lass, diese Befehle haben dann kein Gewicht mehr. Weil alles baut auf Autorität auf. Aber was passiert, wenn man es Leuten erklärt? Guck mal, mach dies bitte so, dann ist das gut für dich, besser für die. Ja, man erklärt, 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 erklärt. Lass das bitte. Das wird dir schaden, das wird anderen schaden und am Ende wird das auch für dich etwas Schlechtes bedeuten. Wenn man dann erklärt, man kann ruhig alt und schwach werden, weil die Person hat eine Überzeugung aufgebaut, ein Verständnis aufgebaut und dann wird sie selber danach handeln, dort, wo keine Autorität mehr sie überwacht oder überwachen kann. Und die Kinder kriegen sehr schnell Freiräume, ja, in der heutigen Zeit. Allein das Smartphone ist schon ein Freiraum. Mit Internetverbindung kann man alles
lassen und alles machen entgegen, ja, den Geboten. Stimmt's? Das heißt, wie wollen wir, ja, wollen wir unsere Erziehung und unser Miteinander auf Autorität, Autorität, Autorität aufbauen, aber ohne Erklärung? Und Allah sagt, er will es deutlich machen, er will erklären, er will Klarheit für uns. Subhanallah, das ist definitiv etwas, das wir übernehmen müssen, nach Ibn al-Battal, ja, in unserem zwischenmenschlichen, innermuslimischen, aber auch, ja, allgemein zwischenmenschlichen Miteinander. Dann sagt Allah, weil Überzeugung ist nicht alles, Wissen ist nicht alles, Verständnis ist nicht alles, dann spricht Allah von Rechtleitung, von Führung. So ist der Mensch, liebe Geschwister. Wir brauchen Eltern. Wir brauchen einen Vater, wir brauchen eine Mutter. Wir brauchen Trainer. Wir brauchen Lehrer. Wir brauchen Erzieher. Weil manchmal wissen wir, uns wurde schon klar gemacht, aber wir brauchen Führung. Und darin liegt Liebe, liebe Geschwister. Qualitätszeit. Wir verbringen oft Zeit mit unseren Kindern, viel Zeit mit unseren Kindern. Aber der Dritte im Bunde ist der Fernseher. Und das ist dann keine Qualitätszeit mehr. Wir sind nur körperlich im selben Raum anwesend, aber nicht im Herzen miteinander verbunden. Und danach zwei Dinge, liebe Geschwister. Allah Ta'ala erwähnt zweierlei. Zum einen die Vergebung, das Reue annehmen. Und zwar zweimal in dieser Passage. Vergebung ist wichtig, Subhanallah. Aber was sehen wir? Wir sind sehr nachtragend. Und wie schön ist Vergebung, wie schön ist Liebe. Und zum anderen Erleichterung. Allah will, ja, Tachfif, Erleichterung. Wir sind die Umma, liebe Geschwister, die es den Menschen zu erleichtern hat. Wir haben einen einfachen Monotheismus bekommen, liebe Geschwister, ja, damit Religion auch leicht ist, damit man Überzeugung haben kann. Ja. Eine einfach zu praktizierende Religion, dass man auch gemäß der Überzeugung leben kann. Vergebung, Erleichterung, Führung und Erklärung. Das sind Aspekte der Liebe, die in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, unter uns ein Stück weit verloren gegangen sind. Wo wir viel, viel gut zu machen haben. Ich will das in ein paar Jahren, wenn man Leute fragt, was ist die Anhängerschaft der Barmherzigkeit, die Anhängerschaft der Liebe? Was ist die Religion der Barmherzigkeit, der Liebe, der Vergebung? Ich will, dass die Leute Islam und Muslime im Kopf haben. Islam und Muslime, Islam und Muslime, Islam und Muslime. Und das ist ein essentieller Teil unserer Religion, liebe Geschwister. Ein essentieller Teil unserer Religion. Zum nächsten, liebe Geschwister. Wir sind Pioniere. Wir, die muslimische Generation, die vorherigen Generationen auch, sind Pioniere in Deutschland. Was ist ein Pionier? Jemand, der etwas zum ersten Mal macht. Der nicht gucken kann, wie haben das meine Vorgänger gemacht. Der nicht geschult werden kann vom Vorgesetzten, weil es keine Systematik gibt, keine Schulung gibt. Du bist da zum ersten Mal. Und du musst Probleme zum ersten Mal klären und du kannst auf niemanden bauen, nur auf deine eigene Tatkraft. Du bist ein Pionier. Und diese Generation hier, ja, wir haben die Aufgabe als allererste, den Islam in Deutschland bekannt zu machen. Wir müssen muslimische Institutionen in Deutschland aufbauen. Für uns Muslime, aber auch für Nicht-Muslime. Diese Institution ist auch für Nicht-Muslime, damit sie sich informieren können, ja? Damit sie auch von der Anwesenheit und der Aktion der Muslime profitieren kann, weil wir sind ein wertvoller Beitrag in dieser Gesellschaft, ein unverzichtbarer Beitrag in dieser Gesellschaft. So verstehen wir uns hier, ja? Und auch die anderen Moscheen. Und was brauchen wir, liebe Geschwister? Wir brauchen dieses Gefühl, Pionier zu sein. Wir müssen für neue Probleme neue Lösungen finden. Für neue Fragen Antworten finden. Es wurde berichtet, dass jemand im Sudan
in seinem Leben und im Sudan, wo man, wie gesagt, Muslime leben dort, Christen leben dort. Und als er das erste Mal einer Person begegnete, ja, die, eine reisende Person, diese Person sagte, sie glaubte nicht an Gott. Der Gedanke, ja, er lebte nur mit Muslimen und mit Christen zusammen. Er kannte keinen, in dem Sinne, reinen Atheismus. Er hat sich übergeben, ihm wurde schlecht. Dieser Gedanke, was? Es gibt jemanden, der glaubt gar nicht an Gott. Subhanallah. Dass er so einer Person begegnet. Und hier ist es, ja? Hier ist es Alltag. Wir müssen hier so viele Dinge angehen, liebe Geschwister. Wir müssen also diese Mentalität haben, Pioniere zu sein. Uns auf eine neue Situation neu einstellen. Das habe ich für euch vorbereitet. Die Diskussion ist Al-Khaliq, einer der Namen von Allah, die man im Menschenmöglichen umsetzen kann oder nicht. Manche Gelehrte haben gesagt, Al-Khaliq ist ein Mensch, ist ein Name von Allah. Al-Khaliq ist ein Name von Allah. Kein Mensch kann auch ein Khaliq sein. Ja? Kein Mensch kann auch etwas erschaffen, weil Allah erschafft aus dem Nichts. Wir Menschen können aus Nichts nicht erschaffen. Das ist eine Position unter den Gelehrten. Manchmal gibt es auch feine Meinungsunterschiede. Ein anderer Gelehrter, er sagte, Al-Khaliq, diese Eigenschaft, etwas zu erschaffen, liegt auch dem Menschen inne. Im menschenmöglichen Rahmen, ja, unvergleichbar natürlich, wie alle Eigenschaften von Allah Ta'ala unvergleichbar sind. Ja, so wie Ar-Rahim eben. Zwei Belege aus dem Koran. Allah sagt im Koran, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Segensreich ist Allah, der Beste aller Schöpfer. Und weiter, إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. Ihr dient anstatt Allahs nur Götzen und schafft dabei nur ungeheuerliche Lüge. Das ist also eine Perspektive, liebe Geschwister. Die Menschen, liebe Geschwister, das ist etwas, was dem Menschen inne liegt, dass er sich auf neue Situationen einstellen muss. Allein der Überlebenskampf fordert ihn dazu heraus. Der Prophet beispielsweise, sallallahu alaihi wasallam, er kam zu Menschen, die Dattelpalmen künstlich befruchteten. Ja? Und er sagte, warum macht ihr das? Lasst das doch. Und die nächste Ernte ist dann schlechter ausgefallen. Und die Gefährten kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben ihm davon berichtet. Und er hat gesagt, ich habe euch das mitgeteilt als einfacher Mensch. Ich habe von Mensch zu Mensch mit euch gesprochen, nicht als Prophet. Wenn ich euch etwas in der Religion aufertrage, dann erfüllt es. Und ansonsten kennt ihr eure weltlichen Angelegenheiten besser. Ja, das ist in Muslim überliefert und in weiteren gesicherten Quellen. Ja. Daraus entnehmen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, einen religiösen Auftrag hatte, aber gleichzeitig, wie auch im Koran beschrieben ist, ja, ein Mensch war, der zu bestimmten weltlichen Dingen sich äußern kann und dessen Meinung in dem Feld auch nicht heilig ist, ja, sondern auch korrigiert werden kann. Ja? Das heißt, man muss sich auf eine, ja, man schaut, okay, die Ernten, die werden schlechter, wir müssen irgendetwas machen, wir müssen aktiv sein. Wir müssen Pioniere sein. Ja? Denn irgendwann mal haben Menschen etwas zum ersten Mal gemacht. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb, ja, und wenn wir sallallahu alaihi wasallam sagen, liebe Geschwister, ist authentisch überliefert, Allah Ta'ala lässt seine Seele zurückkehren und er antwortet uns. Ja? Er erwidert einen Friedensgruß an diejenigen, die sallallahu alaihi wasallam sagen. Authentisch. Immer wenn wir das sagen, liebe Geschwister, erfährt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wiederkehr seiner Seele, auf das er antworten kann. Als er verstarb, wie haben die Muslime das Staatsoberhaupt gewählt? Ja? Abu Bakr wurde von den Volksvertretern, von den Oberhäuptern, von den anerkannten Volksvertretern gewählt. Ja? Und vom Volk bestätigt. Omar, er wurde anders gewählt. Abu Bakr hat ihn eingesetzt und er wurde vom Volk bestätigt. Omar hat es wieder, radiallahu anhu, wieder anders gemacht. Er hat ein Komitee von 6 Leuten einberufen, 6 Leute, die zuvor vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geehrt wurden,
die auch direkt das Paradies betreten werden, nach authentischen Überlieferungen. Und er hat gesagt, macht das unter euch aus. Und die wiederum waren so, ja, pionierhaft, so kreativ, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass einer zurücktritt und den Khalifen bestimmt. Also ohne jetzt irgendwie, wie wir es vielleicht an allererster Stelle umgesetzt hätten, ja, jeder schreibt einen Namen oder ein paar Namen auf den Zettel und dann guckt man, ja, wer wurde am meisten genannt? Nein. Sie einigen sich darauf, einer tritt zurück, der wird es nicht sein, aber er darf dann den Khalifen wählen. Ja? Die drei Rechtsschulen, der Malikiya, also Imam Malik und Imam Ahmed und Imam Ash-Shafi'i, sie pflegten Frontalunterricht. Imam Abu Hanifa hat anders gelehrt. Er hatte einen Kreis gehabt und jede Frage, jeder konnte im Kreis dazu etwas sagen. Von den Großgelehrten, das waren Mujtahidun. Jeder von denen konnte allein schon eine Fatwa aussprechen. Aber sie pflegten in einem großen Kreis zu sitzen und die Fragen gemeinsam zu klären und am Ende gab Abu Hanifa das letzte Wort. Ja? Bei den Marokkanern wird der Koran anders auswendig gelernt. Da gibt es keinen Mushaf in den Schulen, gibt es nicht. Sondern der Tag fängt damit an, dass sie diktiert bekommen, ja, und sie schreiben auf einer Holztafel ihre Seite oder ihren Paragraphen, also ihre Passage auf, lernen auswendig, ja, tragen sich gegenseitig vor und dann wird die Tafel wieder weggewischt, also der Inhalt wird weggewischt und dann fängt eine neue, ja. Da gibt es kein Mushaf dort. Wir müssen, liebe Geschwister, ja, neue Lehrmethoden entdecken. Weil wir sind auch ein anderes Volk. Wir sind nicht mehr die, die wir waren, dass wir viel auswendig lernen können, dass wir das auch gerne tun. Wir sind vielleicht mehr verstehensbasiert. Wir müssen mehr verstehen, vielleicht weniger auswendig lernen. Ja? Der Einsatz von Mitteln, kreativ sein, ist sehr wichtig, liebe Geschwister, weil wir sind Pioniere. Wir sind in einer komplett neuen Situation. Wir sind nicht in der Situation, in der unsere Vorfahren vor 200 Jahren waren. Die konnten einfach das übernehmen, was gut lief, weil es bewährte sich. Aber wir sind in der Entwicklung. Ja? Dinge, die mich ärgern, wo ich sage, wir haben das nicht in die Welt hineingetragen. Ja? Ich will ein bisschen so meinen Ärger ein bisschen loswerden hier. Ja? Die Fair-Trade-Bewegung, der faire Handel. Wir haben eine Broschüre, zwei Broschüren zum Thema verfasst, eine ganze Freitagspredigt. Wir haben einen Laden im Infoladen, also eine Ecke, wo wir fair gehandelte Produkte, ja, wo, das heißt, wo jeder, der da gearbeitet hat, der Kakao beispielsweise, der Kaffee, da haben keine Kindersklaven auf den Feldern gearbeitet, sondern die Leute haben einen fairen Lohn dafür bekommen, ja, können leben damit. Natürlich ist das ein bisschen teurer, 1, 2, 3 Euro, aber das geht nämlich an diejenigen, die dann halt auch würdig leben können. Vielleicht sogar an unsere, ja, fernen Verwandten. Wir haben Fairtrade-Produkte aus wirklich 20 verschiedenen Ländern, würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben das nicht nach Deutschland gebracht. Das haben die Kirchen nach Deutschland gebracht. Bio, ja, Kulumina Toyibat, esst von den guten Dingen. Uns gibt nur Halal, 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 Halal. Da sind wir sehr pingelig. Manchmal haben wir sogar noch strengere Meinungen. Wir wählen das Strengste aus. Ja, und sagen, nee, das ist nicht mehr Halal. Ja. Weil dies und jenes. Aber dabei gibt es Meinungsverschiedenen unter den Gelehrten. Das heißt, bei Halal, und das ist gut so, Alhamdulillah, bleibt so. Ändert euch nicht. Schön so. Taqwa, Alhamdulillah. Aber bei Toyibat, das vergessen wir komplett. Das Produkt kann aus 80% Zucker bestehen und irgendwelche krebserregenden Inhaltsstoffe haben. Alhamdulillah, steht Halal drauf. Ja? Wir haben das nicht in die, wir haben nicht für dieses Bewusstsein gesorgt in der Gesellschaft. Rauchfreie Restaurants. Außer einer marokkanischen Pizzeria, ich habe den Inhaber auch hier in der Moschee gesehen, ja, die waren von Anfang an rauchfrei. Aber haben wir, ja, wir sind nachgezogen aufgrund der Gesetze, aber wir haben das nicht freiwillig getan. Aus meiner Forschung bisher, es gab eine Kaffeekette, ich will deren Namen nicht nennen, die hat, obwohl es kein Gesetz gegen das Rauchen gegeben hat, damals schon gesagt, wir sind rauchfrei. Umweltschutz. Und das, was mich am meisten ärgert, wir haben Wikipedia nicht erfunden. Obwohl wir die Umma des Wissens sind. Dazu werden wir gleich noch mehr sagen. Und Wissen war für uns immer etwas, was frei zugänglich sein muss. Wir haben nicht, ja, gesagt, ihr dürft nicht Arabisch lernen, weil sonst würdet ihr den Koran verstehen. Das darf nur die Elite.
und die erzählt euch dann, was ihr zu tun und zu lassen habt. Nein, Wissen war immer Open Source. Und wir haben Wikipedia nicht nach vorne gebracht. Ja? So, jetzt hab ich euch ein bisschen geärgert und ein bisschen so, ja, einen Schlag in den Bauch gegeben, aber der soll einfach nur, ja, die Lebensgeister wieder wecken, weil wir sind positiv, Alhamdulillah. Wir können noch sehr viel machen. Beispielsweise eine Romantikecke in unseren Restaurants, wo dann der Ehemann mit seiner Ehefrau sitzen kann, ja, und weiß, dass niemand seine Ehefrau anguckt. Ja? Wisst ihr, wie interessant das wäre für Muslime wie für Nicht-Muslime? Ja, das sollte etwas sein, was wir, aus England kenne ich das. Ja? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Ich denke an eure Zeit, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auf die Frage hin, anatadawa, sollen wir uns medizinisch behandeln lassen? Sagte er, na'am, fa inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an. Ja, behandelt euch medizinisch, denn Allah hat keine Krankheit herabgesandt, ohne dass er auch die Heilung dafür herabgesandt hat. Das ist ein Bereich, der medizinische Bereich, da können wir wir können die Welt verändern. Wir können die Welt verändern. Alhamdulillah, ich habe auf dem Weg hierher heute einen Medizinstudenten getroffen. Und wisst ihr was? Nicht nur profitabel denken, sondern nützlich sein wollen. Warum diese ganzen Medikamente, die hunderte von Euros kosten, ja, pro Woche? Warum? Und die kosten in der Herstellung vielleicht 1-2 Euro. Aber irgendwelche Pharmaunternehmen machen sich reich dadurch. Erfinde du eine Medizin, eine Behandlungsmethode und stelle sie frei zur Verfügung. Und gib ihr einen schönen Namen. Kennt ihr diese Tiernamen, diese Pflanzennamen, diese Sternnamen, Planetennamen? Die sind nach dem Entdecker benannt. Stellt euch mal vor, eine Medizin würde heißen Ali. Und jeder in der Welt würde diese Ali-Medizin kennen. Keine Ahnung, gegen AIDS oder gegen was weiß ich, ja? Subhanallah, dadurch hätten wir unsere Religion nach vorne gebracht. Wenn man Ali hört, als Nicht-Muslim, woran denkt man? An Ali und die Räuberbande, ja? Letztens erst war ich im Buchhandel gewesen, da habe ich so eine CD gesehen für Kinder, ja? Irgendwie Ali und ich, diese Räuberbande, ja? Ali Baba und die Räuberbande, genau. Liebe Geschwister, morgen ab 7 ist für Jugendliche Jugendtreff ab 19 Uhr und Musa alaihi salam und seine Beziehung zu Allah Ta'ala wird Bestandteil vom Vortrag sein. Ich werde den Rest der Khutbah auf das nächste Mal setzen müssen, aufgrund der Zeit. Und da freue ich mich darauf, denn etwas sehr, sehr Besonderes wird behandelt werden, inklusive der verschiedenen Meinungen unter den Gelehrten. Und was diese Sache aber für uns zu bedeuten hat in unserem Alltag, ja? Kleiner Tipp nur nebenbei. Lass uns an dieser Stelle Spenden sammeln für die Moschee, für die laufenden Kosten, Strom, Wasser, ja? Weil wir machen ja Wudu so, Wasserhahn auf, ja? Dass man ein Feuer damit löschen kann und dann alles 3-4 Mal noch zur Sicherheit nochmal, ja? Und haben vielleicht 15, 20 Liter verbraucht. Deswegen, ja? Mit sparsam Wudu machen und das, was ihr dann gespart habt, nochmal zusätzlich in den Beutel rein. Ja? Lasst uns die Handys ausschalten. Alhamdulillah, jetzt wird's kälter. Das heißt, vor allem die Brüder haben jetzt lange Hemden an, brauchen keine Angst mehr zu haben, dass wenn sie sich nach vorne beugen, dass ein Teil ihres Rückens oder noch mehr entblößt wird und gar das Gebet dadurch ungültig. Ja? Wir wollen uns immer würdig zum Gebet anziehen. Denkt daran, der Prophet hat auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass man ein extra Gewand für den Freitag haben darf. Ja? Lassen das Gebet so beten, das heißt unser letztes Gebet.
die Handys auf lautlos, und so dass man nicht vibrieren spürt oder nicht blinken sieht. Aqimissalah.